Ich für meinen Teil würde mir wünschen, dass der Bimomat erfunden wird. Dass wir das Raum- und Zeitkontinuum etwas auf den Kopf stellen und nicht mehr in Staus stehen, in Flughafen-Lounges sitzen, in Flugzeugen sitzen. Emissionsfreie Mobilität von A nach B, emissionsfrei, also sozusagen ohne zum Schaden der Umwelt, dass das ohne zum Schaden der Umwelt passiert, das durchzuführen, das wird, glaube ich, ein Thema sein, dem man sich stellen muss, was aber auch wahrscheinlich gelöst werden kann und wird. Also ich glaube, gerade im Bereich Haushaltshilfen, ja, da gibt es ja die ersten Ansätze mit diesen Putzrobotern, finde ich jetzt noch nicht so überzeugend. Vielleicht liegt das auch daran, wie wir leben. Vielleicht muss es da ganz neue Konzepte geben, also dynamische Konzepte, wie man die Wohnung strukturiert. Aber ich denke, da können wir noch einiges erwarten in der Zukunft. Was mich fasziniert, ist das Thema Schwarmintelligenz. Und ich denke, dass da noch sehr viele low-hanging fruits sind, die für unser Gemeinwesen sehr wichtig sind. Also wenn man zum Beispiel demokratische Wahlen nimmt, das ist eine Form von Schwarmintelligenz und das funktioniert ja eigentlich hervorragend. Das lässt sich für viele Bereiche noch sehr weitgehend optimieren. Also ein System zur Nutzung von Schwarmintelligenz, das wäre eine spannende Erfindung. Meiner Meinung nach wartet die Welt unbedingt auf Erfindungen und Innovationen, was das Thema Klima angeht und Energieverbrauch angeht. Und da passiert ja auch schon eine ganze Menge, aber da sollte auf jeden Fall deutlich mehr und in kürzerer Zeit innovativ erfunden werden und vorangetrieben werden.